Und hiermit wieder herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ist aber Moment zu machen mit Dying fucking Light. Und wir sind hier jetzt in der Nähe von so einem kleinen Flüchter. Und das Ganze im Dunkeln. Das heißt, das wird höchstwahrscheinlich. Wie fange ich den jetzt? Was? War's das schon, oder was? Okay, einmal Zombie-Eingeweide für den Herrn Doktor. Er frisst mich, er frisst mich, er frisst mich. Oh. Alter, hinter mir. Ja, die muss ich jetzt schnell zurückbringen. Denn sonst wird's scheiße, ne? Jetzt wird's scheiße, ziemlich scheiße. Aber ich wusste nicht, dass wir den so schnell umbringen, da den Flüchter. Ich dachte, ehrlich gesagt, es wird etwas schwerer. So, bei dem muss ich jetzt genau vorbei, oder was? Hm. Mal schauen, was ich so mit habe. Einmal verbinden unabsichtlich. Und zwar nehme ich jetzt statt dem Schild Böller. Okay, ich habe keine Böller. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Dann machen wir uns Böller. So, ich habe durch bzw. dank euch schon einige neue Fragen bekommen. Und ich würde sagen, ich werde jetzt einfach eine beantworten. Oh ja. Und welche? Das ist jetzt eine gute Frage. Und zwar wurde ich gefragt, wie ich auf den Namen gekommen bin, und zwar auf den Namen Memento Mori. Nein! Nein, Alter, nein, Alter! Ja, El Monstro... No! Hier geht's ja tief runter, Alter. Hier geht's ja tief runter. El Monstro hat gefragt, wie bin ich eigentlich zu dem Namen Memento Mori gekommen? Alter, du hast mich erschreckt hier. Du hast mich erschreckt, ohne Witz. Und jetzt hier rein, oder was? Ah ja, hier ist ja der Doc, ne? Hier ist ja der Doc. Ja, das gehen wir kurz ab und dann erkläre ich, wie ich zu meinem Kanalnamen gekommen bin, ne? Ah, Crane. Kommen Sie herein. Haben Sie die Probe, um die ich Sie bat? Ja, klar. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ich sprach eben mit Dr. Camden über Sie. Hallo, Mr. Crane. Eine Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Ihr Ruf eilt Ihnen wirklich voraus. Interessant, was das sogenannte Blut dieser Kreatur angeht. Lichtempfindlich. In Verbindung mit einer Waffe tödlich, würde ich sagen. Aber ich schweife ab. Mein letztes bisschen Reagenz hier. Und eine einzige Ampulle. Meine Güte, das Gewebe. Der Test für den rekombinierten Virus ist positiv. Kenton, wissen Sie, was das bedeutet? Das Flash-Experiment funktioniert. Die mit dem veränderten Strang präparierten Köder haben tatsächlich gewirkt. Das könnte dann auch all die verschiedenen Mutationen erklären. Aber ich kann nicht. Kenton jedoch, er hat die notwendige Ausrüstung. Aber wir können ihm die Ergebnisse nicht zukommen lassen. Warum teilen Sie die Informationen nicht via Funk mit ihm? Zu viele Daten, Crane. Das würde Jahre dauern. Zeit, die wir offensichtlich nicht haben. Es ist ein makabres Dilemma. So nah und doch so fern. Was, wenn ich Ihnen das Zeug bringe, Dr. Camden? Persönlich. Sowohl die Daten als auch die Gewebeproben. Crane, der Weg von dort hierhin ist extrem gefährlich. Nur das Heilmittel zählt, stimmt's? Sie wissen ja nicht, was das bedeuten würde. Für mich und für uns alle. Ich melde mich, sobald alles bereit ist. Nun gehen Sie. Ich habe viel zu tun. So viel zu tun. Oh ja. Okay, wir müssen das jetzt zurückbringen. Hey Crane, bist du da? Oma und ich sind los, um das Nest in die Luft zu jagen. Was? Zur Hölle, Rahim, das war meine Aufgabe! Oh klar, da du ja viel mehr von Sprengstoff verstehst als ich. Du bist ein verdammter Tourist. Aber hör zu, wir haben Mist gebaut. Riesigen Mist.
Was ist passiert? Wo seid ihr? Auf der Überführung und alles geht hin. Geht zum Zugdepot. Sucht euch ein Versteck. Ich bin auf dem Weg. Oma, hinter dir. Hinter dir. Rahim. Rahim. Gott verflucht. Oh je, die Unsere stecken Späher jetzt haben gesehen, dass Leute Ärger. In die Schule rein sind. Bracken, hörst du mich? Da ist jemand drin. Ja, ich höre dich. Was gibt's? Ich bin auf dem Weg zu Rahim. Rahim? Der ist hier im Turm. Von wegen. Er wollte mit Oma das Nest auslöschen. Und jetzt stecken sie in der Klemme. Was? Verdammt! Wo haben Sie den Sprengstoff her? Ich habe ihn von Rais gestohlen. Oh, verdammte Scheiße! Bin fast da. Ich werde ihn da rausholen, Bracken. Und ob du das tust, du rettest ihn, hörst du mich? Und zwar, damit ich ihn in den Arsch treten kann. Weiß Jay davon? Nein. Dann um Himmels Willen sag ihr nichts. Sonst macht sie sich auf die Suche nach ihm und ich kann sie nicht auch noch verlieren. Verflucht! Oje, 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 oje. Das ist wirklich scheiße. Er hat das ohne uns gemacht? Hätte er nicht machen dürfen. Hätte er wirklich nicht machen dürfen. Wie gehe ich da jetzt am besten vor? Nach vorne, dass mich die eine da oben nicht sieht? Oh, das ist so gefährlich in der Nacht, das ist wirklich geil. Ja, wie bin ich zu meinem Kanalnamen gekommen? Ganz einfach. Alter, das war knapp. Ich habe eine lange... Ja, was heißt hier? Ich habe viel WoW-Erfahrung, World of Warcraft. Und ich habe auch eigene Gilden geleitet. Und ja, eigentlich... wollte ich nur einen Namen für meine Gilde suchen. Und irgendwie... bin ich dann aufs Latein gekommen, ne? Latein, also Memento Mori heißt eigentlich nur Gedenke den Tod. Und ich muss aufpassen, dass ich mich nicht irgendwie verlaufe, ne? Ich verlaufe mich ja schon. Aber Memento Mori heißt Gedenke den Tod auf Latein quasi. Vergiss nicht zu sterben, je nachdem wie man es jetzt auslegt. So. Alter, das wollt ihr jetzt nicht. Wo ist jetzt der Turm? Jetzt ist er wieder da, keine Ahnung. War vielleicht ein Tonbug oder so. Keine Ahnung. Keine Ahnung, der Turm war kurz weg. Ich weiß nicht, vielleicht lag es ja an meinem... Oh oh. Oh oh. Oh oh. Alter! Alter! Kommt rein! Kommt! Kommt rein! Alter, was waren das für welche? Oh. Ja, Memento Mori, tut mir leid, dass ich hier etwas abschweife, aber es ist halt nicht so leicht, ne? Hier zu spielen, sich zu konzentrieren und versuchen noch dazu, das Richtige zusammenzuspielen, das ist... Alter, das gibt gut Punkte in der Nacht, ne? Oh! Alter, Naschkatze, du! Alter Falter, Alter. Ja, komm noch rein. Ja, ja, komm. Komm. Ja, Memento Mori sollte eigentlich ein Gildennamen sein. Beziehungsweise, ja, ich habe gegoogelt für einen Gildennamen. Aber er war sowieso vergeben, von dem her... war es ja schon wurscht. Was ist es mit dir? Da kommst du rein oder nicht? So. Und ja, es heißt einfach nur, gedenke den Tod, vergiss nicht zu sterben. Mir gefiel die Bedeutung ziemlich gut. Und deswegen habe ich auch meinen YouTube-Kanal so genannt. Ich weiß nicht warum, aber wie gesagt, wer weiß das schon, ne?
So, man merkt so richtig, dass ich um einiges mehr Punkte bekomme. Alter, Alter. Wie komme ich da am besten rauf? So, ich hoffe, ich habe jetzt gut abgelenkt. So, hier geht's jetzt hoch. Und hier rüber. Nein! Tut mir leid, Leute. Ohne Scheiß. Das Springen ist wirklich nicht leicht. Es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Und ja, ich habe sogar den Spruch Memento Mori quasi, habe ich auch sogar tätowiert. Ja, ja. Man glaubt es kaum. Aber nicht, dass ihr jetzt denkt, hey, der Trottel, der tätowiert sich da seinen Kanalnamen auf dem Arm. Ich muss schon sagen, ich hatte das zuerst, ne? Ich hatte mein Tattoo als erster. Nacht überlebt. Ja, wenn man es so nennen kann, ne? Ja, wie komme ich da rüber? Jetzt wird's hell zum Glück, ne? Wie komme ich da am besten rüber? Weg mit dir! Oh ja, wir haben die Nacht überlebt. Perfekt! Perfekt, Leute! Perfekt! Du bist ja hässlich. Ja, sorry, Leute. Batsch, in die Fresse hier. Ah, noch so eine Haltgeldnutte. Hartgeldnutte. Ich wollte eigentlich zum Friseur gehen, wie man sieht. Also ich sehe wirklich eher schlecht als recht aus. Und ich habe aber den Termin erst am Samstag. Erst am Samstag habe ich einen Friseur. Der Friseur rennt mir quasi schon nach. Ja, hier ist er schon. Da, das ist mein Friseur. Na, dich lasse ich leben, du bist mein Friseur. Dich nicht. Oh. Oh, ich glaube, den brauchtest du zum Haare schneiden, den Arm. Ich lasse dich lieber. Ich lasse ihn lieber. Mein Friseur. Den tut mir nichts. So. Und drüber. Das Drüberspringen ist so geil über die Zombies, ne? So. Ja, wie immer, geiles Spiel. Ich wurde auch gefragt von... Oh nein, das ist gar nicht gut. Was? Durchsuchen Sie die Leichen. Sind ja keine Leichen mehr. Ah, das ist einer. Rahim, wo zur Hölle bist du? Brecken, ich bin's. Auf der Überführung sind nur Leichen. Keine Spur von Rahim. Mist, wo könnte er hin sein? Ich riet ihm, sich im Zugdepot zu verstecken. Finde ihn, verstanden? Hoffentlich ist der Kerl noch am Leben. Im Zugdepot? Das sollte eigentlich da drinnen sein, oder? Ja, da unten sieht man, da habe ich, glaube ich, eine kleine Nebenquest, aber die kann ich nur machen, wenn es dunkel ist. Wo ist denn das Paket? Oh! Ah, fuck! Alter! Alter! Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Oh ja. Das war halt jetzt etwas blöd von mir. Wo ist er denn? Boom. Oh. Bin ich auch noch?
Alter, wer schießt denn hier? Du da! So, jetzt habe ich's aber, oder? Haha, ich stehe in Sinnen. Ich bin ein schlimmer Finger. Ich bin ein schlimmer Finger. Lebt er da oben noch immer, oder was? Gibt's doch nicht. Hoch komme ich auch nicht, ne? Wer hat mich? Alter! Die haben Schusswaffen. Die haben Schusswaffen. Naja, ich komme dir vielleicht nicht gleich davon. Aber ich komme auch nicht drauf. Alter, ich komme auch nicht mehr raus. Wo geht's denn hier wirklich raus? Verschießen! Was ist mit dir? Alter! Fuck! Fußball! Fußball! Oh, Fußball! Oh. Hältst dich für schnell? Na, eher nicht. Alter, wie komme ich denn hier rauf? Das gibt's doch nicht. Perfekt. Endlich. So, du Drecksack da oben. Ich lass den sicher nicht überleben, ne? Wer so mit mir umgeht, der kriegt hier jetzt noch um sein Fett ab, ne? So. Mir rennt irgendwer was nach, ja? Komm her. Alter! Der ist schnell hier! Oh ja, ich werde sie jetzt alle umbringen. Ich werde euch, ohne Scheiß, ich werde euch jetzt sowas von ausräuchern. Sowas von ausräuchern. Ich werde sie töten. Filetieren. Oh ja. Wo sind die Leichen? Nee, oder? Nee, sind die Leichen weg? Ich wollte sie looten. Da schießt irgendwo, wer? Niemand bringt mich um. Da unten ist auch noch einer, ne? Renn doch! Brenn, Alter, brenn! Du da drüben auch! Ah! Ah, hier liegen sie! Aber ich kann sie nicht looten! Den kann ich looten! Sturmgewehr, perfekt, ich wusste. Ja, das war alles. So, warten, bis hier alles abgekugelt ist.
Oh ja. Das war er nicht, ne? Das war er. Nee, das war er auch nicht. Das war er. Was, du hattest keine Waffen bei dir, oder was? Das ist blöd. Drecksack, Alter. Tod ist er. Ich lass doch nicht so umspringen mit mir. Oh, oh, oh. Was hat er für eine Waffe? So. Da ist irgendwo... So ein wahnsinniger Zombie, ne? Ja, Leute, wie es weitergeht, ob es weitergeht. Seht ihr in der nächsten Folge. Hat mich gefreut, wenn ich euch etwas unterhalten konnte. Wenn Fragen da sind, stellt sie mir einfach auf AskFM. Euer Memento Mori. Ciao, ciao.